Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Samal Mara. So, ich habe jetzt die Quelle gefunden. Hier scheint wirklich eine Quelle zu sein, also ein Tempel. Und wir gehen jetzt mal schnurstracks hin. Ich habe das vorher immer total übersehen. Ich glaube, wir haben uns das mal am Anfang mal kurz angeguckt, aber ich habe es wieder total verdrängt. Hier. Opfergabe. Wow, was war das denn? Hey, vielen Dank. Das ist wirklich wunderschön. Das heißt, vielen Dank, wunderschön. Okay, jetzt kann ich hier quasi meinen Tank auffüllen, der eh immer voll ist. Was hat das jetzt gebracht? Hat das jetzt irgendetwas in irgendeiner Weise gebracht? Ich glaube, nein. Cool. Ich soll mit Napopo reden. Ich habe keine Ahnung, wo Napopo ist. Die rennt hier gerade vermutlich irgendwo auf der Insel rum. Es ist zum Blöd ein Rätsel. Ich habe übrigens auch ganz fleißig ein paar Erze abgebaut. Da war ich auch gut beschäftigt. Und ich habe jetzt dieses Fernglas gefunden. Ich versuche das auch mal abzugeben jetzt. Ich weiß gar nicht. Also angeblich sollte hier auf dieser Perleninsel sein, diese Piraten, laut meiner Karte. Aber dass die Karte nicht so ganz stimmt, das hatten wir ja vorher schon ein paar Mal gesehen. Ja, hier ist sie nämlich nicht. Nur laut Karte soll hier was sein. Ist es aber nicht. Ich glaube, sie wird vermutlich noch bei der verbotenen Felsklippe sein, die Piratin. Deren Name mir gerade leider entfallen ist. Deswegen gucken wir einfach mal, nur dass wir sie hier finden. Ist immer ein bisschen schlimm, dass ich halt eben hier immer die ganzen Piraten zusammensuchen muss, aber keine Ahnung habe, wo die sind. Ich meine, die sind hier irgendwo random auf dem Meer verteilt. Und ich hoffe so sehr, dass ich mal wieder jemanden sehe, dem ich hier was abgeben kann. So, toll. Also hier ist schon mal. Niemand? Hier kann ich auch nicht mit jemandem reden, oder? Ja, hier war gerade was. Wartet mal. Wartet mal. Da war gerade irgendwas zum Interagieren. Da, was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich konnte hier gerade interagieren. Hallo. Spiel. Da, sprechen. Hier ist das Fernglas. Oh, Gott sei Dank. Man hat sie zum Glück nur nicht auf der Karte gesehen. Was meinst du? Wie viel würden sie mir dafür zahlen? Könntest du es bitte meinem Onkel bringen? Ich werde in Zwischenzeit die Piraten versammeln. In Ordnung. Wo ist er? Auf Quedis. Ich weiß nicht, wie gut du dich auf der Insel auskennst. Es gibt dort ein einsames Anwesen. Dort. Aquila ist dein Onkel? Ja, es überrascht mich, dass ein kleines Mädchen ihn kennt. Bring ihm das hier. Und komm danach zur Felsklippe, wenn du fertig bist. Cool. Okay. Das heißt, sie ist auch ein Elite. Ein Elite-Pirat. Ein Piraten-Elite. Na dann zurück nach Quenis und dann machen wir das mal hier schnell. Klatsch, klatsch, klatsch. Los geht's hier. Ich überlege gerade. Wir machen wieder meinen. Ach, die Musik ist wieder so unangenehm laut. Ich wünschte, ich könnte das irgendwie leiser stellen. Wir machen wieder meinen Rundrumfahrtrick, würde ich sagen. Dass ich einfach alles mit einem Boot ansteuere. Es geht einfach schneller, als einmal 10.000 Mal rüber zu rennen. Gut, ich muss aber erstmal, ich werde jetzt vermutlich am Hafen sein, da muss ich erstmal rumfahren. Wow, es hängt ein bisschen. So, da fahre ich nämlich jetzt hier erstmal ein kleines Stückchen nur herum. Ich muss ja noch was abgeben. Ja, beim lieben, nicht bei Taka, bei, was, Taka? Ich verwechsel die Namen immer. Ich muss doch hier, ich habe doch jetzt hier die Engelfische oder was auch immer. Ja. Ich hatte Fisch dabei, den du haben wolltest. Aban war es. Aban und der andere war Taka. Oh, Namengedächtnis. Großartig. Ich habe alles vorbereitet, damit wir das neue Rezept ausprobieren können. Weißt du was? Taka und du, ihr seid gar nicht so verschieden. Wie meinst du das? Warum sagst du so etwas? Ihr beide liebt es zu kochen. Und ihr beide arbeitet den ganzen Tag. Vielleicht könntet ihr zusammenarbeiten. Dann hättet ihr beide weniger Arbeit. Niemals. Oh, schon gut. Ich meinte ja nur. Hier für den Fisch. Und jetzt muss ich mit dem Kochen anfangen. Oh, toll. Ich kriege von allen Geld. Das ist das, was ich am wenigsten brauche. Aber du siehst ziemlich schlecht aus. Zu viel Arbeit. Ich glaube, er ist krank. Ich muss weiter an meinen Rezepten arbeiten. Nein, Boss. Du brauchst was du brauchst, ist Ruhe. Genau wie ich. Aber du bist doch nicht krank. Nur zur Sicherheit. Ich werde dir etwas Suppe bringen. Und Tee. Und Orangensaft. Du musst viel Flüssigkeit zu dir nehmen. Das brauchst du nicht. Ich bin gleich wieder zurück.
Okay, Orangensaft, Nachmittagstee und Pilzsuppe haben wir alles zufälligerweise dabei. Ich hoffe, der Tee tut dir gut. Ja, ich glaube schon. Aber jetzt muss ich zurück an die Arbeit. Nein! Du ruhst dich jetzt erst einmal für eine Weile aus. Niemand möchte etwas essen, das von einem kranken Koch zubereitet wurde. Koa hat recht. Okay. Ich verspreche, dass ich mich ausruhen werde. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Ach, du sollst dich doch ausruhen. Ja. Aber Akachi hat mich gebeten, ihr eine Schachtel ankorische Pralinen zu bringen. Und sie scheint es eilig zu haben. Akachi möchte Pralinen von dir? Hier, bring ihr diese Pralinen. Akachi, ne? Es läuft bei dir, Akachi, ne? Sieht etwa eventuell einen kleinen Liebhaber. Naja, wir werden das eventuell herausfinden. Vielleicht aber auch nicht. Man weiß es nicht. So, dann werde ich auch noch mal ganz kurz zu Aquila gehen, ihm das Fernrohr abgeben. Ach ja, Moment. Zu Napopo muss ich ja auch noch. Ich kann mit ihr nicht reden, wenn sie auf dem Schiff ist. Das wäre ja viel zu einfach. Deswegen, das haben wir schon gelesen, oder? Ja. Dann redet man noch mal hier ganz kurz mit Napopo. Lalalala, ja. Anders ging es gerade nicht. So, ich hoffe, sie ist hier oben. Hi. Puh, es ist so warm. Ja, ein Eis wäre jetzt nicht schlecht. Möchtest du welches zubereiten? Ist gut. Dann lass uns loslegen. Ich glaube, ich möchte Schokoladeneis. Aber du musst mir helfen, okay? Du Faulpelz. Das ist ein neues Rezept. Schokoladeneis am Stiel. Oh, lecker. Gibt's mit dir was Neues? Für den Augenblick ist alles friedlich. Nom, nom, nom. Ich bin ein Blue. Ich sage das. Na gut, Blue. So. Dann springe ich schnell aufs Boot. Oder gibt's noch bei dir was Neues? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Außer Brombeeren zu sammeln. Das ist natürlich super wichtig. Da ist das Boot. Hui. Dann schnell weiter zu Aquila und dann zu Akachi und dann mal sehen. Lalalala. Einmal hier rum mit dem Popser. Hm. Ja, schwimmen wir einmal rum. So, das nehme ich auch gleich schon Akachi. Die sind da relativ nah nebeneinander, die beiden. So. Okay, konnte ich dich ja auch hier von der Seite irgendwie rein? Ach nee, die Seite ist hier. Na dann lauf, Koa, lauf! Lauf schneller! Sie sprintet eigentlich schon übelst, oder? Ach, juckt mir gleich die Nase vor Schreck. So. Kratz, kratz, kratz. Hallo, ich habe etwas für dich. Es ist von deiner Nichte. Ah, du hast dich also wie Regatta auf dem Piratenleben verschworen. Sie wird es noch weit bringen. Das freut mich für dich. Nein, darum geht's nicht. Sie hat mich nur um einen Gefallen gebeten. Sie ist eine bezaubernde junge Dame, findest du nicht? Aus mir unbekannten Gründen ist sie von zu Hause weggelaufen. Ich werde nie verstehen, warum. Aber du bist ein Elite. Bist du auch böse? So wie die Leute auf den Bohrinseln? Ich glaube nicht, dass jemand von Natur aus böse sein kann. Auch wenn wir Elites alle etwas ähnlich sehen. Ich bin jedenfalls nicht an ihren Geschäften interessiert. Oder daran, was sie tun oder nicht tun. Würdest du uns helfen, sie zu besiegen? Das interessiert mich ebenfalls nicht. Ach, mach mit ihm, was auch immer du für richtig hältst. Aber ich habe mich aus gutem Grund hierher zurückgezogen. Warum wollen alle Erwachsenen immer nur allein sein? Nur die, die verletzt wurden. Hier, nimm diese Münzen. Hattest du nicht noch was vor? Stimmt! Sie warten auf mich auf der verbotenen Felsklippe. Oh, eine Elite-Uniform. Fahre zur verbotenen Felsklippe und triff dich mit dem Piraten Maras. Oh, da war Echo. Das könnte auch interessant werden. Gibt's noch was? Chor, da du gerade hier bist. Regatta hat mich gefragt, ob du ihr helfen könntest.
Sie sucht im Moment mitten im Meer nach einem Schatz. Aber sie hat die Karte verloren, die ich ihr gegeben habe. Glücklicherweise bewahre ich von allen immer eine Kopie auf. Hier, nimm diese Kopie der Karte und diesen Schlüssel. Eine Schatzsuche! Okay, bringe die Schatzkarte zu Regatta. Okay, alles klar, dankeschön. Gut, gut. Ist auch mal gut, dass ich immer noch mal ein zweites Mal anspreche. Oft bekommt man da noch mal direkt eine Quest im Anschluss. So, dann probiere ich es nochmal bei Akachi. Oh, nicht, dass ich wieder irgendwas anderes vorne abgeben muss. Die sind immer so weit weg, die beiden hier. Ah, Koa, du bist es. Was hast du vor, Eva? Hast du vor, diese Pralinen ganz alleine aufzuessen? Nein. Okay, das sind nämlich ganz schön viele. Stimmt. Na dann, lass sie dir schmecken. Ich liebe die Arbeit in der Schmiede. Okay, mehr gibt's nicht. Alles klar. Okay. So, wo ist mein Boot? Da. Dann habe ich hier erstmal vorerst wieder alles erledigt. Zu Saimi wissen wir irgendwie gar nicht mehr, ne? Die ist irgendwie gerade total irrelevant geworden. So, ich würde aber gerne mal... Ich könnte jetzt hier zur verbotenen Felsklippe die ganzen Piraten treffen, aber ich möchte erstmal zur Heimatinsel. Da habe ich nämlich auch noch ein, zwei Dinge zu erledigen. Wie ihr sicherlich wisst, habe ich ja unterirdisch eine Mine. Und ich habe gesehen, das letzte, was mir gefehlt hat, um die zu erweitern, war Schießpulver. Und, ja, ich kann ja jetzt Schießpulver herstellen. Lange Rede, kurzer Sinn, das habe ich getan. Und wir können jetzt quasi die Mine erweitern. Oh mein Gott, Kakao. Ich war da wahnsinnig. Hat noch wer von euch Kakao? Nee, sieht ja schon raus. Uiuiui. Ja, hat jemand Ananas? Nö. Dann halt nicht. Na gut, dann mache ich mich jetzt mal ganz schnell auf den Weg. Was gibt's bei euch so Schönes? Habt ihr Milch? Braucht ihr Milch? Braucht ihr ein bisschen hier Weizen? Nom nom nom. Yeah, ein bisschen Milch. So, okay, genug davon. Genug Schabernack. Ich möchte jetzt in die Mine. Na, schauen wir mal. Zack. So, hier irgendwo, hier wird es weitergehen, bauen. Oh, das, ich muss natürlich die Fässer mit Schießpulver vorher noch bauen. Ich dachte, in meiner Vergangenheit, ich hätte das schon offscreen erledigt, aber dem ist anscheinend nicht so. Da werden wir uns jetzt in dieser Folge darum kümmern. Ich hoffe, ich habe genug Kohle. Wenn nicht, muss ich mal gucken, wie ich rankomme. Ich habe ja hier noch ein paar kleine Wäldchen angelegt, die ich jetzt gleich niederbrennen könnte. In weißer Vorhersicht. Ich guck mal, wie viel Kohle ich zusammenkriege. Wir müssen auch noch das Eis herstellen, das Schokoladeneis am Stiel. Oh, da sind wir auf jeden Fall erstmal ganz gut noch beschäftigt. Schauen wir mal. Gucken wir uns erstmal das Schokoladeneis an. Und da fehlt uns natürlich Schokolade. Aber Schokolade können wir immer herstellen. Welch Glück. Toll. So, dann gehen wir mal weiter zum Schießpulver. Schießpulver, fast mit Schießpulver. Wozu brauchen wir eigentlich Bananen dafür, ne? Das dachte ich mir auch so, Leute. Ich so, hä, Bananen? Ach, ich kann mir sogar 4 Stück machen. Perfekt. So. Haben wir das alles jetzt erledigt. Sehr schön. Dann bringe ich apropos erstmal das Eis am Stiel. Ich hoffe, es gefällt ihr. Apropos. Ja. Ja. Hat dir das Eis geschmeckt? Sehr gut. Danke. Du kannst jederzeit eins von mir haben. Du musst nur fragen. Abgemacht. Okay, weiter gibt's bei Napopo erstmal gar nichts. Das ist okay. Kann ich sie kaputt machen? Ja. Oh ja, yeah, eine Orange. Darauf habe ich mein Leben lang gewartet. Hier, Hundi. So, und jetzt kommt der große Moment der Enthüllung. Wie wird das mit der Mine weitergehen? Was wird es da für Erze geben? Was ist da? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es jetzt herausfinden. So. Loki da. Bauen. Los geht's. Wow. Okay. Hier haben wir schon mal Gold. Aha,
guck mal, hier ist es nicht dieses... Scheint, als ob ich nun bis hier hingehen kann. Schau mal, wie alles glänzt. Was ist das denn? Ist das hier das... Ah, das ist auch das Seltene, das Gute. Krass. Na mal, ja, ordentlich was. Das ist echt krass. Oh, lass mal ein paar... Orangies. So, dann lassen wir Chor mal kurz schlafen. Okay, das ganze Gold und so, das ist schon ganz nice. Da werde ich auch mal ein bisschen was sammeln können. Dann muss ich mal runter zu dieser vulkanischen Insel. Wenn ich direkt hier alles hier quasi vor der Haustür habe. Das ist ganz praktisch. Oh. Gut. Dann, oh, die Muschel nehme ich auch noch kurz mit. So, dann lege ich mich jetzt erstmal schlafen. Und dann gucken wir mal, was die Piraten von uns wollen. Das wollte ich ja auch noch machen. Schauen wir mal. Zack. La la la, renn schneller, Chor. Ich wünschte, du hättest sowas wie Hosen für die Füße. Oder was, wie hat sie es genannt? Anderes Wort für Schuhe. Das war süß. So. Ab ins Bett. Ab in die Falle. Okay. Ich guck nochmal generell. Ja, das haben wir. Zu Higata muss ich ja eh. Ich spreche mit Ava und dann wieder einen neuen Auftrag. Ach hey. Und Mario hat auch noch einen Auftrag. Wir müssen ja auch sonst auch noch ganz viel mit Piraten reden. Dann machen wir uns mal direkt auf den Weg. Ich weiß gerade gar nicht, wo genau ich hin muss. Ich gehe jetzt einfach mal blind links zu dieser verbotenen Bucht oder wie das hieß. Verbotene Felsklippe. Meine ich doch. Das heißt dasselbe. Und gieß mir was zu trinken ein. Yay. Ach, das ging ja schnell. Das ging ja schnell. Ach. Na, ich hoffe mal, dass ich hier vielleicht mit dem einen oder anderen Piraten mal kurz quatschen kann und dann vielleicht auch mal eine Quest abgeben kann oder so etwas. Da, das ist zum Beispiel Echos Schiff, oder? Das sieht auch sehr echoianisch aus. Oh, aber da kann ich jetzt mit niemandem reden, wie es aussieht. Die parken hier quasi alle nur. Okay. Wo muss ich denn jetzt hin? Hier, vielleicht mit Regatta reden? Geht das? Null. Ah, hier kann ich gerade mit jemandem reden. Da war ja nicht was da. Sprechen. Ruhe, Ruhe. Es macht aber doch niemand Lärm. Nur zur Sicherheit. Von und vor uns steht Koa, das kleine Schiffsmädchen von Mara. Und sie möchte uns einen Vorschlag machen. Hallo. Schon seit einer ganzen Weile wird Mara durch etwas Böses bedroht. Die Elites haben unsere Meere mit ihren Bohrinseln verschmutzt. Sie vergiften alles, was in ihrem Weg steht. Wir müssen uns ihnen entgegenstellen. Ich finde, was das Mädchen sagt, ist vernünftig und ehrlich. Wir sollten es uns zumindest mal ansehen. Macht ruhig, was ihr wollt, aber belästigt mich dabei nicht. Es ist nicht verboten, sich die Gegend um die Bohrinseln näher anzusehen. Dann können wir immer noch entscheiden, ob wir was tun oder nicht. Aber wir müssen jetzt etwas tun. Schon gut. Ist jeder damit einverstanden? Ich nicht. Aber Irity, gerade du? Ich habe Nein gesagt. Wenn sie Hilfe braucht, dann soll sie die Marine fragen, richtig? Die hat bestimmt noch ein paar Mitglieder. Irity, du weißt genau, dass es die Marine nicht mehr gibt. Ich glaube, ihr seid die Einzigen, die mir noch helfen können. Nur ihr seid stark genug. Nein, Kind. Du bist auf dich allein gestellt. Piraten sind nicht dafür da, Leuten zu helfen. Irity! Ach, beim Barte des Piraten Grandloom. Ach, würde er uns bei dieser Angelegenheit nicht helfen? Natürlich nicht. Er würde das entstehende Chaos nur für sich ausnutzen. Und das ist genau das, was wir auch tun sollten. Wenn Mara verschwindet. Nun mal meine Schläge den Teufel an die Wand. Mara existiert schon lange vor uns. Und würde uns überdauern. Das ist mir alles zu langweilig. Ich weiß, was wir tun können. Kein Pirat kann einer Wette widerstehen. Soll unsere Unterstützung doch der Wetteinsatz sein. Redet ihr mit Saimi über das Wettrennen der Piraten? Ach, herrje. Euer Ernst? Oh Gott. Zu Saimi soll ich. Na, dann zurück nach Quelis. Dann quälisen wir uns mal dahin.
Dann kann ich gleich auch nochmal eine ganze Reihe an Quests annehmen. Also Taka, Awan und Mario wollen ja auch noch was von mir. Und dann noch zu Saimi. Puh, da haben wir auf jeden Fall schon mal eine Menge noch zu tun. Kann es kaum erwarten. Gut. Dann würde ich mich aber bei euch an dieser Stelle fürs Zusehen auch wieder bedanken. Und wir sehen uns dann an dieser Stelle das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Bye.